Herkese merhabalar, Ahmet Semih Şimşek ben. Bizim öksüz kalan yavru kedi sayısı 4'e çıktı benim evde. Çünkü bugün oturduğum yerde yeni bir tane telefon geldi bana, benim telefonumu çaldı. O da bir tane yavru kedi var, çocukların ellerinden aldılar. Biz burada Adalia Ocean Hotel var, bizim Evrenzeki'de, yani Sid Evrenzeki'de. Orada bir tane siyah bir yavru kedi bulmuşlar çocukların elinde. Çocuklar yavru kediyi de oynuyorlardı. O da ellerinden aldılar. O da annesine geri verdiler ama anneleri yavru artık kabul etmedi, reddetti ve artık emzirmek istemedi. Ve bu yavru saatlerce öyle kalmıştı. Saatlerce öyle kaldıktan sonra artık kedivaya bir bağırmaya başladı. Çünkü kedi yaklaşık bir 10-12 günlük. Ve bunun üzerinde artık yavru kedinin bir şeyler yemesi lazım. Yani ondan sonra zaten dün bana getiren 2 günlük olan yavru kedi bana ulaştılar ve bu da bir çaresiz ölmek üzere olan bir yavru kedi var. Bunu da sahiplenebilir misiniz diye sordular. Ben de tabii ilk başta yine bir şok oldum. Yani kedinin nasıl annesi yok. Sonra bana açıkladılar. Çocuklar elinden aldılar ve kedi maalesef artık şey yapmıyordu yani, bayağı bir soğudu ve kedi getirdiler ve hemen besledim ve biraz kendine geldi ve biraz sonra yavru kediyi size göstereceğiz. So hallo und herzlich willkommen zum Livestream bei Kerstin Gold. Es geht heute darum, dass ich schon wieder eine neue Babykatze habe. Und zwar geht es darum, dass, und zwar ist die Babykatze so zu mir gekommen, dass die im Adalia Ocean war. Dass Kinder mit der Babykatze gespielt haben, also die beiden Händen von Kindern, diese kleine Babykatze. Und ganz, ganz herzlichen Dank für die 300 Sterne an Eva. Eva Haus, ganz, ganz herzlichen Dank für die 300 Sterne, für die Seite Kerze in Gold. Und zwar war die Babykatze in den Händen von Kindern im Hotel und die haben mit der gespielt. Die Katze ist ca. 10 bis 12 Tage alt und die haben sie dann den Kindern weggenommen und die haben dann der Mama die Katze wiedergegeben, aber die Mama hat die Katze nicht mehr aufgenommen. Das heißt, die Mama hat sich nicht mehr um das Baby gekümmert und das Baby war lange eingesperrt in einem Raum dann hinterher und die sind nicht an das Babykatze angekommen, nachdem was mir erzählt wurde. Und dann, nachdem sie die Babykatze hatten, haben sie mich schon angesprochen gehabt, ob ich die auch noch aufnehmen könnte, aber ich war auch natürlich zuerst geschockt und noch eine Babykatze gestern und heute, wie kann es sein, dass sie keine Mama hat? Und dann wurde mir das alles erzählt, wie das alles abgelaufen ist, auch mit der Mama, weil dort die Mama halt das Baby nicht mehr haben wollte, weil das zum Beispiel von den Kindern zu sehr angetatscht wurde. Da habe ich gesagt, was kann man da machen? Da kann man auch nicht Nein sagen, wenn man so ein Video bekommen hat, wie so ein Babykätzchen da liegt, ganz alleine und liegt eigentlich wie tot da und dann kann man auch nicht Nein sagen. Man kann nicht da wegschauen, also ich kann da nicht wegschauen. Da habe ich gesagt, bring mir das Kitten. Dann ist das Babykitten zu mir gekommen und das war schon eiskalt. Also es war wirklich schon, man könnte sagen, es war schon halb tot. Da habe ich natürlich wieder Kittenmilch gemacht. Ich habe die Spritze in meiner Hand gehabt und ich habe das gleich sofort angefangen zu füttern. Und dann hat das Baby angefangen zu miauen die ganze Zeit. Und das Baby hat dann angefangen langsam zu saugen, aber man hat gemerkt, dass es richtig starken Hunger hatte, dass das Baby jetzt Kätzchen schon mehrere Stunden nichts gegessen hatte. Also wäre das wahrscheinlich noch 2 oder 3 Stunden da so geblieben, dann wäre es wahrscheinlich gestorben. Und es war auf der Wärmflasche gleich drauf und dann ist es warm geworden, das Baby, und dann habe ich gesehen, dass es sich auch wieder belebt hat und dann habe ich es jetzt schon mal zweimal nochmal die Katze gefüttert und jetzt ist es auch, werde ich euch auch die Babykatze zeigen und dann schauen wir mal an, dann wollen wir mal schauen, wie das auch so weitergeht und ich hoffe auch natürlich, dass sie auch überlebt. Also jetzt habe ich gestern eine Katze von 2 Tagen bekommen und ich habe selber schon seit einer Woche die 2 Babykatzen, die ein paar Stunden alt waren, wo die Mama die auch verlassen hatte. Das sind alles verlassene Babykatzen, die ich jetzt hatte. Und dem einen Getigerten, der jetzt 7 Tage alt ist, dem ging es heute sehr, sehr schlecht. Der war schon wieder sehr, sehr schlapp. Der war völlig kraftlos. Und da habe ich natürlich auch erstmal sofort zum Tierarzt gefahren und der hat dann ein Serum unter der Haut bekommen,
Und jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Da habe ich mich auch natürlich zuerst, habe ich mir als erstes große Sorgen gemacht um den, weil das ist ja auch ein Baby und das ist 7 Tage alt und jetzt hat man sich alle 2 Stunden um das Baby gekümmert und wenn da wirklich was passiert jetzt nach 7 Tagen noch, dann ärgert man sich wirklich sehr. Also ich würde mich sehr, sehr ärgern. Daher tue ich natürlich alles dafür, dass auch das Babykätzchen jetzt noch lebt und auch natürlich die, die jetzt neu dazugekommen sind, tue ich auch natürlich alles dafür, dass sie halt leben. Ne? Und natürlich haben sie auch eine Wärmflasche, die sind alle jetzt im Karton, das kann ich euch jetzt auch natürlich mal zeigen. Yani bugün de ayrıyeten o 7 günlük olan yavru kedilerimiz arkadaşlar baya bir hastalanmışlardı. Yani baya bir hastalanmıştı öyle diyeyim ben size. Veterinlere yetiştirdik son anda. Deri altı bir serum yaptılar çünkü baya bir halsızdı. Ve şu anda kendini biraz toparladı. Az önce de mama verdik ve tekrar 20 12.30'da gece bir mama vereceğiz. Bu arada ben de biraz yorgunum. Biraz da uykusuzum bugünlerde. Çünkü ister istemez 2 saate bir besliyoruz bu yavru kedileri. Ve bir an önce inşallah toparlarlar, büyürler ve yani bunlar da diğer kediler gibi aramızda buraya katılırlar ve oynarlar arkadaşlar. Ich bin auch natürlich jetzt die letzten Zeit auch ein bisschen sehr müde, hört man oder sieht man mir auch an, dass ich so ein bisschen ausgemüdet bin und dass ich auch nicht so fit bin, so wie alle anderen Tage. Also vor allem jetzt auch die Seite am Teil der Serie Livestream auch schauen mit den Videos hier vor Ort. Die werden auch, wenn ich hoffe mal ab morgen auch wieder weitergehen. Aber ich habe gerade eine sehr, sehr große Verantwortung mit den ganzen Kitten, dass sie alle 2 Stunden gefüttert werden müssen. Und ich werde das auch natürlich auch machen. Und ich werde euch auch hier aktuell im Ort immer informieren, was dort alles gerade hier vor Ort los ist. Und damit werden wir auch sicherlich morgen auch wieder anfangen. Dann schauen wir uns mal jetzt die Babykatzen an. Yavru kedilere doğru gideceğiz arkadaşlar. Bakın bizim Peppa her zamanki gibi burada yanımda. Der Peppa ist immer bei mir. Die Zarte muss auch natürlich sich hier immer an mir reiben. Die Bagheera ist auch hier. Bizim Bagheera da burada arkadaşlar. Aşkım ist wie immer auch natürlich auf ihrem Stammplatz hier. Unsere 16 Jahre alte Aşkım, die jetzt neulich das Ohr amputiert wurde wegen ihrem Tumor, was sie hat. Und die haben auch schon alle Feuchtfutter bekommen. Die tun nur so hungrig. Ne? Und hier sind jetzt alle 4 Babykatzen. Schaut mal, da ist jetzt auch das neue schwarze Baby. Das kuschelt auch gerade mit einer von den alten. Das ist dieses hier. Die haben vorhin auch alle Milch bekommen. Und dem hier ging es heute gar nicht gut. Mit dem war ich heute beim Tierarzt, der ein Serum bekommen hatte. Yani bu da bugün iyi durumda değildi arkadaşlar. Veterinere yetiştirdim. Şu en açık renk olan. Und die da drüber ist heute 3 Tage alt. Und der Schwarze ist aber schon ein bisschen älter. Also ich schätze den mal auf 10 bis 12 Tage, weil der hat schon die Augen auf und ganz blaue Augen. Der schläft gerade so tief und fest. Ich möchte jetzt auch natürlich keinen von denen wecken. Also
Also der war eiskalt, wo der zu mir kam. Ich habe wirklich gedacht, der wird es nicht überleben. Und jetzt habe ich gesehen, dass der doch, nachdem er gut gegessen hat und hier die Wärmflasche hat, dass es ihm dann doch noch besser ging. Und schaut mal. Und da kann man noch nicht Nein sagen. Seht euch mal dieses kleine Baby an. Die ist 3 Tage alt, die kleinste. Aber das ist die, die am aktivsten von alle ist. Das ist wirklich eine richtige Nervensäge. Die erinnert mich an die kleine Luna. Und schau mal, jetzt legt sie sich voll auf ihn rauf, auf den anderen. Und jetzt streckt sie sich auch mit ihren kleinen Pfötchen. Sie ist schon eine sehr, sehr aktive, süße Maus hier mit ihren kleinen, süßen Pfötchen. Jetzt gehen sie auch noch. Den schwarzen kann man jetzt leider kaum erkennen. Das ist hier Holland Bellone oder vielleicht leider mal machen. Entschkolan. Aralarında en küçük olan burası, bu kedidir. 3 günlük bugün. Also man sieht schon, dass sie viel kleiner ist. Und Paloma, die habe ich schon vermisst. Ich habe dich jetzt seit 3 Tagen nicht gesehen. Und wo bist du denn? Ha? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ha? Wo kommst du her? Paloma, sen nereden geliyorsun? 3 gündür seni görmüyorum. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich dachte, was passiert oder so. Sen nereden geliyorsun, oğlum? Ha? Wo kommst du her, oğlum? Ha? Ja, nicht gleich böse sein. Komm, komm, ich gebe dir um Futter. Komm. Wer weiß, komm mal her, Paloma, komm, komm zu deinem Napf. Dein Napf ist hier, komm her. So. Den habe ich jetzt seit 3 Tagen vermisst, den Paloma. Hier, komm mal her, Kleiner. So. So. Ihr, die anderen, ihr habt alle Futter bekommen. Hört auf damit. Aschken, vor allem du, du tust nur so. Du hast keinen Hunger. Hat jetzt seit ein paar Tagen war der nicht mehr hier oder vielleicht war der zu Zeiten da, wo ich nicht hier war. Aber ich habe mir natürlich Sorgen um ihn gemacht und wer auch jetzt die letzten Tage die Live-Videos verfolgt hat, hat auch gesehen, dass der Paloma nicht da war. Ja, tut nicht so alle auf meine Hose. Jetzt bekommt alle noch mal eine doppelte Portion hier. Habe ich mir um Paloma richtig Sorgen gemacht. Wenn da einer fehlt, dann ärgert man sich auch. Aber jetzt ist er wieder da. Kaybolan kedim Paloma geri geldi şu an arkadaşlar. Das ist mein Kater Paloma, der jetzt gefehlt hat und jetzt wieder da ist. Und schaut mal, der Kater ist auch schon wieder da, der große Kater. Aber der ist ein ganz lieber. Der verscheucht auch das schwarze Biest, wenn er hier ist. Und Bella hat sich zwar gemütlich gemacht. Und dein Mittel ist immer noch nicht da, da.
Die waren auch mal alle klein. Du warst auch 3 Wochen alt, wo ich dich gefunden hatte. Ja, Zarte. Nicht mal 3 Wochen. Zwei bis 3 Wochen, meinte damals der Tierarzt. Und dein Vorderpfote war so. Du kannst gar nicht rauftreten. Der Tierarzt wollte so deine Vorderpfote, also dein vorderes Pfote amputieren, weil der meinte, das heilt nicht mehr. Aber ich habe gesagt, nee, die Vorderpfote wird nicht amputiert. Ich will, dass sie gesund wird. Und dann war ich mit dir 3 Wochen jeden Tag für eine Spritze. Der Muskel hat auch ganz schön abgebaut gehabt von deiner Pfote damals. Und ich habe wirklich alles dafür getan, damit du noch deine Pfote bekommst. Und dass sie nicht amputiert wurde damals. Es ist jetzt auch schon 3 Jahre her. Paloma, wo willst du hin? Und wir haben es natürlich dann auch geschafft, dass du deine Vorderpfote behalten konntest. Und jetzt auch schon mittlerweile 4 Jahre alt bist. Oder fünf. Ins fünfte Jahr gehst du, glaube ich, rein im Juni. Und ihr wart auch alle klein, alle Katzen, die hier sind, außer Aschkim, die kamen als Erwachsene her. Und Mini kann froh sein, dass sie noch ein Auge hat. Und Paloma kann auch froh sein, dass sie noch lebt. Guten Abend und herzlich willkommen an alle, die dazugekommen sind. Und dann hoffen wir mal, dass auch diese 4 Kitten, die wir hier gerade haben, also mittlerweile sind es 4 Kitten, auch alle überleben und groß werden, groß und stark. Und dass sie auch ein schönes Leben haben dann. Wie gesagt, der Schwarze, der heute dazu gekommen ist, der wurde Kindern aus der Hand genommen. Und die Mama wollte ihn dann nicht mehr haben. Und der war eiskalt, wo er dann zu mir kam. Die Wärmflasche muss demnächst auch nachgefüllt werden. Die ist nicht mehr so warm. Zack, da bist du jetzt runtergefallen. Und jetzt wird die Kleine wieder aktiv. Kleine Winzling. Karin Kneisel hat uns 100 Sterne gesendet. Ganz, ganz herzlichen Dank für die 100 Sterne an Karin Kneisel. Karin Kneisel, wie sieht das jetzt hin? Çok teşekkür ediyoruz. Und schaut mal, die hat jetzt so schön die ganze Zeit geschlafen und jetzt wird sie wieder so aktiv. Ich glaube, ich tue sie echt in einen extra Karton. Die ist genau wie meine Katze Luna.
Kannst du mal aufhören, die anderen zu ärgern, kleines Baby? Ja, nichts mehr und nicht gleich meckern. Ja, was? Kannst mal aufhören, die anderen zu meckern, du Nerven. Schau mal, du bist nicht mal eine Hand groß, du kleines Baby. Aber du bist die frechste von allen. Kaum fässt man dich an, fängst du gleich an zu meckern hier. Was? Ja, du musst die anderen mal in Ruhe lassen, du kleines Baby. Nicht hier einfach nur schreien und meckern. Mal wie klein du bist im Vergleich zum anderen. Du hast vor einer Stunde erst Futter bekommen. Ich bin auch froh, dass es dem heute wieder ein bisschen besser geht. Na, Biskit, bist du neugierig? Das sind Babys, Biskit. Du warst auch ein Baby. Schau mal, die ist ja schon wieder so aktiv, dieses kleine Baby. Für dich muss ich jede Stunde Futter machen dort. Wie spät haben wir denn jetzt? 23:27 Uhr. Genau vor einer Stunde hast du Futter bekommen. Saat, Umbilbutschuk da, bis heute und Jamama Welbig. Und die bekommen sogar zwei Spritzen. Trotzdem ist sie so hungrig. Waltraud Zengel hat uns 200 Sterne gesendet. Ganz, ganz herzlichen Dank für die 200 Sterne der Unterstützung der Seite Cats and Gold. Und du willst ja wirklich hier alles auf, du kleines Baby. Machst ja hier wirklich nur Ärger. Das ist der neue Schwarze. Der hat aber schon die Augen auf ein bisschen. Ja, was ist? Dann leg dich mal wieder hin. Also die Mama hat ihn heute abgestoßen, weil die Kinder mit ihm gespielt hatten und er wurde mir dann gebracht. Und du bist auch noch eine ganz, ganz hübsche. Da bin ich mir sicher. Sind alle so aktiv. Der hat Pipi gemacht. Also, na, hör doch mal auf so zu meckern, du kleines Baby. Ja?
jetzt 3 Tage alt. Bestimmt itchkündig. Schaut mal. Das heißt nicht immer, dass sie Hunger hat. Es kann auch sein, dass sie immer auf Klo muss. Und das ist der, dem es heute nicht gut ging, mit dem ich dann nochmal beim Tierarzt war. Der nuckelt aber auch an meinem Finger. Vielleicht bekommt er jetzt Appetit. Der hat auch wenig gegessen gehabt. Hat auch mit seiner Krankheit zu tun gehabt. Wenn er jetzt Appetit hat, dann mache ich den mal auch eine Spritze Futter jetzt. Also, der hat mir heute schon wieder so viel Angst gemacht gehabt. Der hat mir so viel Angst gemacht gehabt, weil der schon wieder so schwach war. Wo bin ich wie ich stehen Bunu hemen veterinere yetiştirmiştim. Deri altı bir serum yapmışlardı buna. Die haben ihm ein Serum unter der Haut gemacht. Und ich denke mal, die machen wir mal jetzt hier, auch wenn es so eine Spritze ist, ein bisschen Futter. Wir haben auch, wie gesagt, vor einer Stunde gegessen. Deswegen mache ich jetzt mal die Bauchmassage. Weil ich brauche die nur ein bisschen berühren. Schau mal, die lassen alle gerade was raus. Obwohl die vorhin schon eine Massage hatten. Schaut mal. Tamam, kızım, tamam. Das ist immer ganz, ganz wichtig bei Kitten, dass man den Bauch massiert, dass sie ihr Klo machen. Schau mal, wie viel die gemacht hat. Bana kadar tuvaletini yaptı. Bunlar çok çok önemli şeyler. Die nuckelt auch an meinen Finger. Das wundert mich gerade wirklich, dass die alle an meinen Fingern nuckeln. Die haben alle Futter bekommen gehabt. Das ist hier der neue schwarze. Muss natürlich zuerst zu sich finden. Der war, wie gesagt, eiskalt. Der war verhungert. Ich meine, das man noch, der hat kaum Kraft noch. Werde ich bringe morgen dann zum Tierarzt. Ein Auge von dir ist auf, das andere. Ich mag es gerade nicht Klo machen. Aber ich mache euch dann mal eine Spritze Futter. Die könnt ihr in der Zwischenzeit ein bisschen beobachten, bis das Futter fertig ist. Yani yemek yapacağım bunları şimdi arkadaşlar.
Scheint aber Appetit zu haben. Ja, noch eine halbe Spritze. Das ist die kleinste, die ist 3 Tage alt. Bu aralarında en küçük olan arkadaşlar 3 günlük bu. Şimdi yuvaya gir. Ve tabii ki sıcak suda dolduralım. Lili, git buradan kızım, git. Bu da bizim çok hasta olan. Das ist der ganz kranke heute wieder. Aber super, der saugt wieder sehr gut. Der hat mir heute so eine Angst gemacht schon wieder. Der hat heute ein Serum bekommen vom Tierarzt. Aber dem scheint es wieder besser zu gehen. Seit 7 Tagen, Tag und Nacht, kümmere ich mich um ihn und seine Schwester. Buna 7 gündür bakıyorum arkadaşlar. Ve bugün buna bir şey olsaydı bayağı bir üzülürdüm. Noch ein bisschen, du hast halt so wenig getrunken. Immer noch 1 Milliliter. Das stärkt dich auch. Ah, super, du hast wieder richtig Appetit. Das macht mich gerade richtig froh. Also das ist für mich wirklich etwas sehr Schönes. Sowas macht mich glücklich. Sowas macht mich froh, wenn ich da sehe, dass der wieder richtig saugt. Also das sehe ich auch als Erfolg. 7 Tage lang so 2 Kitten auf dem Bein zu halten, am Leben zu behalten. Und ich hoffe natürlich, dass es auch alles ein Happy End hat und dass sie auch gut über die Bühne kommen. Hier die Schwester und der Bruder. Also ich denke mal, das ist ein Bruder, weil der sieht doch so aus wie ein Männchen. Und schaut mal. Wir haben auch Appetit. Also die harte Arbeit scheint sich zu lohnen. Hoffe ich zumindest. Ne? İnşallah, inşallah arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz yani. Und jetzt kommt der Schwächste von den Vieren, der heute in meinen Augen schon wirklich eigentlich fast tot war. Der schwarze Neue. Da muss ich erstmal an den Geschmack der Milch noch gewöhnen. Das schmeckt ihn irgendwie nicht wirklich. Oder. Ja, du musst das aber essen. Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe, ja, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Du musst das aber essen, Kleiner, du musst das essen. Komm. Okay, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, Kleiner. Okay. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Ja, Kleiner, komm her, komm.
Du musst aber ein bisschen essen. Du musst was in deinen Magen reinbekommen, Kleiner. Also, da scheint er wirklich seine Mama sehr zu vermissen. Er hat auch schon die Augen auf. Tamam. Alles gut. Komm, noch ein Schluck. Mag's nicht mehr, ne? Dann lassen wir das. Okay, alles gut. Alles gut, Kleiner. Gleich mache ich noch eine Massage. So, die Wärmflasche ist jetzt kalt. Da müsst ihr kurz runter. Ich mache noch mal die Wärmflasche voll und danach doch die Bauchmassage. Die ist schon kalt geworden. Ich mal die Wärmflasche nicht so dick gemacht wie immer. Das ist mal ein bisschen dünner. So, dann habt ihr mehr Platz, um darauf zu gehen. Ihr könnt natürlich auch der Wärmflasche ausweichen, wenn ihr wollt. Sıcak su turbamızı doldurduk arkadaşlar. İsterlerse içinde yatarlar, isterlerse yanına kayarlar. Bak biraz sakinleştiler. Bir saat önce en son mama vermiştik. Vor einer Stunde hatten sie das letzte Mal Futter bekommen. Also der Schwarze ist sehr, sehr dünn. Der wird dann auch gleich morgen zum Tierarzt gebracht. Ich habe gesehen, dass er nicht so vernünftig fressen kann wie die anderen. Dann wollen wir jetzt auch mal das Bäuchlein massieren. Nach dem Essen, das ist auch mal ganz wichtig. Şimdi de karınlarda masaj yapacağız arkadaşlar. O da çok önemli. Yavru kedilerde yemekten sonra. Wir fangen mit der frechsten an. Bu da 3 günlük olan, aralarında 3 günlük olan arkadaşlar.
Köhler. Und schaut mal, die hat wieder Pipi gemacht. Hier in der Toilette nervte. Das ist wie gesagt ganz wichtig. Weil von alleine können die nicht aufs Klo gehen. Jetzt kommt unsere dreifarbige. Der hat vorhin viel gemacht. Was in ihr bei betroffen sind, ja, am Start gelöstert. Zeige ich schon, der hat mir gesagt. Gib ihr. Ne. Die will jetzt nichts machen. Dann holen wir mal unser Sorgenkind. Das ist unser Sorgenkind, der war schon zweimal sehr krank. Zweimal beim Tierarzt. Bruder. Das ist unser Sorgenkind. Der war jetzt wirklich zweimal. Hatte mir sehr, sehr große Angst gemacht. Und damit muss man sich auch wirklich auskennen und man muss das Gefühl haben, man muss es spüren. Und ich habe das sofort gespürt und gesehen, dass es dem nicht gut ging heute. Habe ich sofort mit dem Tierarzt telefoniert und der meinte dann auch, sofort bringen und ein Serum für ihn machen. Und schaut mal, jetzt hat er wieder Kraft, jetzt kann er wieder nuckeln, auch wenn er an meinem Finger nur nuckelt. Ich finde es schön, dass du wieder Kraft hast, Junge. Ja, ein bisschen Pipi hast du auch gemacht. Das hat heute nicht abgeschlossen. Der nuckelt ganz schön an meinem Finger. Ich habe gerade 1,5 Spritzen bekommen. Na, wie siehst du, nuckelst du? Wann hast du nicht deine süßen Augen auf? Ne? Ich will noch, dass du spielst. Yani bunu şimdi tam bir haftadır besliyorum arkadaşlar. Yani bana geldiğinde anneleri terk etmişti. Yaşı tam 10 saatti.
10-12 saat tam hatırlamıyorum ama da bir günlük değildi. Birkaç saatlik bir yavruydu. Ve bakın bir haftadır yaşatabildik yani. Görüyor musunuz? Um den kümmere ich mich jetzt seit einer Woche Tag und Nacht. Und ich habe wirklich viel dafür getan jetzt in dieser Woche, dass sie so weit kommen. Und ich hoffe auch natürlich, dass die überleben. Das ist jetzt eine Woche her, dass sie bei mir sind, er und seine Schwester. Also zuerst dachte ich auch, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, sie am Leben zu behalten. Ich weiß nicht, ob sie das überleben. Denn ich habe vor 2 Jahren eine Erfahrung mit einem Baby gehabt, das ein paar Stunden alt war. Es ist mir nach 3 Tagen leider verstorben damals und das hat mich sehr, sehr mitgenommen gehabt. Aber ich habe mich zuerst ehrlich gesagt nicht getraut gehabt, diese Babys aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, habe ich gesagt. Und nicht, dass sich das wieder so entwickelt, dass hier ein Baby stirbt von denen. Das wird mich dann wieder sehr, sehr traurig machen. Aber jetzt sind die eine Woche alt und seit einer Woche er und seine Schwester, obwohl er mir zweimal richtig Angst gemacht hat und dem es auch zweimal sehr schlecht ging. Schaut mal, geht es dem wieder gut? Also, wenn der eine Mama hätte und dem wäre es so schlecht gegangen, der wäre sicherlich gestorben, auch bei seiner Mama. Der hätte es nicht dazu bekommen, ihn zum Tierarzt zu fahren und ihn behandeln zu lassen. Also irgendwo muss man auch denken, es ist traurig, dass die Mama ihn nicht mehr wollte. Aber letztendlich auch, glaubt mir, der wäre auch, wenn er bei seiner Mama wäre, was er heute erlebt hat, wie der heute war, oder vor 2 Tagen, hätte er das wirklich nicht überlebt. Und das ist mit Sicherheit ein Männchen, wenn ich hier rauf schaue. Das müsste ein Männchen sein. Ich will natürlich, dass du überlebst, was anderes will ich nicht. Jetzt duckelt er an meinen Fingern. Das hat auch natürlich für mich eine große Bedeutung, dass er lebt. Und ich hoffe natürlich, dass er das auch alles übersteht. So, was für ein süßes Tier, was für ein harmloses Tier. Seht euch das mal an. Wir müssen aber überhaupt nicht so Sachen, dass dann nicht einmal so wie Heilmann. So kleine Kitten, dass wenn ich es schaffe, dass sie leben, wird es das erste Mal sein, dass ich es schaffe, so kleine Kitten am Leben zu behalten. Wie gesagt, wer die Videos schon länger schaut, sieht die schon seit ein paar Tagen, ihn und seine Schwester. So, da tun wir dich mal gleich wieder in dein Fell, ne? Zu deiner Wärmfläche, kleiner, ne? Wollte ich hier nur noch einmal zeigen, schön.
und du nuckelst und schnuckelst hier und bist gerade so glücklich. Also, wo ich dich heute Mittag in den Händen habe und du warst halb tot. Also, du hattest gar keine Kraft, du warst so schlapp und wenn ich dich sehe, jetzt sehe, wie aktiv du bist, wie schön süß du hier liegst, wie schön du getrunken hast. Also, das ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn ich dich jetzt hier so glücklich sehe und dich so aktiv sehe. Also, du warst nicht mal 10% so aktiv, so wie es jetzt ist, heute Mittag, was mir doch wirklich sehr große Angst gemacht hatte. Oh, jetzt kommt noch mal ein bisschen Pipi. Schau mal, so viele Leute aus Europa, aus Deutschland drücken dir die Daumen und kennen dich und wünschen dir alles Gute, dass du das überlebst. Siehst du das? Siehst du, wie viele Leute dir zuschauen? Ja. So viele Leute schauen dir zu. Will ich mal wieder ins Nest rein und dann holen wir mal unseren schwarzen, den neuen, mal aus dem Käfig raus. Aus dem Käfig. Du bist sehr, sehr schlapp. Du bist sehr dünn. War es halt so eiskalt, wo du zu mir kamst. Bugün Bußgebiete bei einer geldenden Arkadaşlar. Dabei bist du auch. Und der macht gerade auch sein Pipi. Wichtig. Ein bisschen hat er gemacht. Ich hoffe echt, du überlebst das auch. Du bist wirklich sehr, sehr schwach. Wirklich ein sehr, sehr schwaches Tier. Wie gesagt, du warst heute schon eiskalt. Ja, alles gut. Geh mal rein ins Nest, okay? Geh mal auf die Wärmflasche rauf. Und du musst heute wirklich überleben, dass wir dich morgen zum Tierarzt fahren, okay? Da muss ich mal wirklich anschauen.
und die anderen sind tief und fest am Schlafen. Yarın erkenden seni veterinere götüreceğiz. İnşallah yaşarsın. Bakın hemen geri uyudu. Sıcak su torbanın üstünde. Tetikleş wieder schlafen gelegt. Auf der Wärmflasche. Schau mal, die anderen sind ja richtig tief und fest am Schlafen. Du kannst gerne hier wohnen. Das kannst auch gerne hier wohnen. Ich nehme dich auch gerne auf. Du verjagst den Schwarzen. Das habe ich gesehen. Ja, du darfst hier wohnen, großer Grauer. Getigerter. Sen de burada yaşayabilirsin. Sorun değil. Sen de benim kedi olabilirsin. Sen büyük siyah kedi kovalıyorsun. Ja, keine Angst vor mir. Ich tue dir nichts. Nicht für Erstgeborener? Der kann auch hier bleiben. Brauchst nicht weglaufen, sag ich dir. Bleib ruhig hier. Du kommst ins Haus rein, aber läufst wieder weg. Warum machst du das? Du kannst hier bleiben. So. Und hier steht schon alles bereit für die Nacht. Warum schreist du? Schwarzer? Ich probier noch mal, dass du auf Klo gehst. Aber Leon scheint es hier sehr gut zu gehen hier. Leon, du bist ja völlig vergessen, Kleiner, wegen den Babys. Aber die, die dich schon kennen, wissen, dass du ein richtig hyperaktiver, süßer Kater bist. Yani seni tanıyanlar ve bilen biliyor. Çok tatlı bir kedisin. Biraz unutuldun bu arada yavrulardan dolayı. Na, was schreist du? Warte mal, ich hole mal kurz eine Serviette. Ich glaube, der muss Klo oder.
Ne oldu oğlum? Niye bağırıyorsun böyle? Was ist los mit dir? Dur bakayım kendine. Hast du doch auf Klo? Du hast ja richtig geschrien. Hast du deswegen geschrien? Und schon mal bağırıyordun. Tuvaletin geldi diye. Ha? Jetzt hat er auch Ruhe. Der musste auf Klo. Habt ihr gesehen? Deswegen hat er so geschrien. Jetzt ist er ruhig. So, wenn eine. Wenn eine Babykatze so sehr schreit, hat sie entweder Hunger oder die muss aufs Klo. So, seht ihr jetzt, sind alle zufrieden. Und die Wärmflasche ist auch schön warm. Und wir sind ganz glücklich. So, ich möchte mich dann für heute verabschieden. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Ihr habt gesehen, dass heute noch eine schwarze Katze dazugekommen ist. Also ich schätze mal 10 bis 13 Tage, weil die hat schon die Augen auf. Also er ist ein bisschen sehr, sehr schwach. Ich werde gleich, wenn ich hier nochmal aufgelegt habe, versuchen, ihm nochmal wenigstens eine halbe Spritze nochmal zu geben, dass der nochmal ein bisschen mehr gestärkt ist. Und der Graue, der hier ist, man sieht, der gerade sich so sehr bewegt. Der war wirklich heute Mittag, der war noch schwacher als der Schwarze. Und wir waren jetzt mit ihm beim Tierarzt und dem geht es jetzt dadurch wieder ein bisschen besser. Und ich halte euch natürlich auf den Laufenden und ich möchte natürlich, dass die alle überleben. Ich tue mein Bestes, das seht ihr auch. Ich bedanke mich dann bei euch allen fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Teilen und für die Sterne. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, bugün yavru kedilerimiz sayısı 4'e çıktı. Anneleri terk eden olan yavru kedilerden birisi daha geldi. Çocukların elinden alındı. Yavru kedi maalesef çok kötü durumdaydı. Hala da tam iyi değil. Siyah olan. Elimizden geleni yapacağız yaşaması için. Önemli olan şu anda sıcak tutmamız ve 2 saate bir beslenmemiz. Onu da yapacağız kısmet olursa.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.